Ja, also wir sind im Einsatz und es ist schwierig, ja, es ist sehr schwierig, weil es fehlt die Unterstützung. Ja. Wir reden mit unserem Friedensflaggschiff in Hamburg und wir wollten eigentlich schon lange in Wien sein und es haben sich da auch schon einige Freiwillige bei der Friedensmahnwache gemeldet, die uns helfen wollten, nur beim vereinbarten Treffpunkt war dann niemand da. Und wir haben sehr viele Schwierigkeiten gehabt mit der Mannschaft und wir sind deswegen immer noch in Hamburg. Wir wollen aber Wien erreichen, um uns winterfest zu machen in Wien, weil es ist jetzt schon sehr kalt und nass auf der Donau. Ja? Das ist eine Sache. Das zweite ist der Einsatz für den Frieden. Ja, was können wir wirklich tun? Und ich glaube, es gibt auf verschiedenen Ebenen etwas zu tun. Und eine Ebene wäre das, dass jeder von uns, der will, erklärt, ich will Frieden. Und ich bin für, dafür, dass jeder Mensch ein menschenwürdiges Leben in seiner Heimat leben kann und dass alle existenzberechtigt sind und dass alle, ja, dass wir alle Menschen sind und dass wir nur wollen, dass es uns gut geht. Ja? Und wir wollen niemand das Leben zur Hölle machen oder irgendwas. Wir können persönliche Friedenserklärungen abgeben. Wir erklären, dass wir für den Frieden sind und dass wir uns von keiner Politik oder von keinen Behörden oder von keinem Befehl dazu verleiten lassen, dass wir andere Lebewesen oder zumindest andere Menschen schaden oder töten vielleicht. Ja? Also wir sollen, oder es wäre eine Idee, wir machen Friedensverträge. Wir machen Friedensverträge, persönliche Friedensverträge der Menschen untereinander, der Menschengruppen untereinander, der Völker untereinander. Damit können wir die Politik unter Druck setzen. Wir erklären einfach, vielleicht im Internet, ein kurzes Video, wo man erklärt, pass auf, von mir braucht ihr keine Angst haben, wir wollen in Freundschaft zusammenleben mit allen Völkern und wir wollen im gegenseitigen Austausch wollen wir beitragen zur Evolution der ganzen, des ganzen Globus, der ganzen Menschheit, des ganzen Lebens. Also wir machen Frieden auf der untersten Ebene von Mensch zu Mensch. Ja? Und wenn das Millionen Leute machen, besonders in den Krisengebieten, wenn das die Leute machen, die Völker, die jetzt gegeneinander aufgehetzt werden, wenn die das auf persönlicher Ebene machen, und zwar über Internet, dann kommt die Politik nicht raus. Dann ist die Politik gezwungen aufzuspringen. Da können die Organisationen können mitmachen, die Firmen können mitmachen, alle können mitmachen, persönliche Friedensverträge, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja? Weil wir können, und das Gleiche ist das, wir müssen das natürlich auch praktisch umsetzen in unserem persönlichen Leben. Beginnen wir in unserem Umkreis, unsere Konflikte einmal aufzulösen. Unsere Konflikte in der Familie, unsere Konflikte in der Arbeit, unsere politischen Konflikte. Wir müssen anfangen dort, wo wir stehen, in jeder Situation, immer in der Situation, in der wir sind. Wenn wir erkannt haben, dass wir jetzt unseren Beitrag zur Evolution leisten müssen, weil es jetzt gerade eine Gefahr da ist, dass wir zurückgeworfen werden. Jetzt müssen alle progressiven Kräfte, alle lebendigen Kräfte, alle Kräfte, die einfach nur Leben, das Leben fördern wollen, wenn die sich jetzt zusammentun, dann können wir das System transformieren, dann können wir auf die nächste Ebene der Evolution wieder aufkommen. Ja? Und jetzt eine prinzipielle Sache, was jetzt unsere Politik, jetzt also und unsere Politik, wir haben in Österreich den Neutralitätsfall. Es ist jetzt der Neutralitätsfall eingetreten. Österreich hat, bevor wir noch frei waren, haben wir unser Parlament hier aus freien Stücken erklärt, die immerwährende Neutralität. Und das war die Voraussetzung für unseren Staatsvertrag, sodass Österreich frei geworden ist. Und der Fiegel hat gesagt, von Belvedere, Österreich ist frei. Ja? Und die Grundlage dieser Freiheit war die immerwährende Neutralität. Und jetzt ist ein Konflikt in Europa und ist Österreich neutral? Wir sind nicht neutral, wir machen mit bei den Sanktionen. Ein Neutraler darf nicht mitmachen bei Sanktionen. Und durch das Land eines Neutralen dürfen auch keine Truppen, keine NATO-Truppen transportiert werden in ein Krisengebiet. Das heißt, die österreichische Politik hat komplett versagt. Ja? Und wir müssen jetzt mobil machen. Ja? Und zwar die Zivilgesellschaft muss unsere Politik dazu bringen, dass wir unsere Neutralität leben und verteidigen. Wir haben sogar einen Paragraphen Neutralitätsgefährdung. Und bis jetzt sind eigentlich sämtliche Politiker bei uns wegen Neutralitätsgefährdung zur Verantwortung zu ziehen. Denn auch die Opposition schweigt.
Die Grünen schweigen, die Blauen schweigen, der Streik, alle schweigen. Ja? Wir sind nicht neutral und wir müssen jetzt aufrufen zur Neutralität und zeigen, wie wichtig uns das ist. Wir hätten jetzt die Möglichkeit zu vermitteln zwischen den Völkern. Ja? Wir hätten auch, die Wirtschaft ist auf unserer Seite, weil warum sollen wir da jetzt auf einmal irgendwelche Schwierigkeiten haben? Wir wollen mit Russland gut leben. Russland ist uns geistesverwandt. Wir sind kulturell verwandt. Wir haben schon einmal gegen Russland gekämpft und wir wissen, es war für beide Seiten nicht gut. Und wir werden es nie wieder tun. Wir werden es nie wieder tun und wir werden uns nie wieder hineinhetzen lassen in irgendeinen Konflikt von den Politikern. Wenn, dann sollen sie sich selbst stellen. Sie sollen sich persönlich stellen. Sie sollen zusammenkommen und sie sollen in die Arena steigen und sie sollen sich persönlich stellen. Aber sie sollen nicht unsere Kinder in den Krieg schicken. Wir werden für diese korrupte politische Klasse die Handlanger einer menschenfeindlichen Wirtschaftspolitik. Für diese Herrschaften werden wir nicht sterben und wir werden auch niemanden umbringen. Niemand. Also ich erkläre jetzt hier mit. Und ich bin Offizier der österreichischen Armee, ja, im Stand der Reserve. Ich bin Gerichtsoffizier. Ich habe einen Eid auf diese Republik und auf die verfassungsmäßigen Einrichtungen abgelegt. Und ich berufe jetzt die Miliz ein im Ernstfall, Neutralitätsfall, Verteidigungsfall, die Miliz, wo auch immer sie steht, mögen aufstehen in jeder Situation und die österreichische Neutralität einfordern. Wir werden anfordern bei unseren vorgesetzten Stellen, dass sie aktiv werden, dass wir die Neutralität schützen, so wie es uns gelehrt worden ist in unserer Führungsausbildung, in unseren politischen Unterrichten, die wir beim Militär gehabt haben, wurde die Neutralität hochgelobt und war eines der wichtigsten Themen. Wo ist unser Bundesheer? Wo ist unser Bundespräsident? Es geht um die Neutralität und das ist uns wichtig und wir haben immer gut gelebt mit dieser Neutralität. Und eigentlich müssten wir auch Deutschland befreien und zu einem neutralen Staat machen, denn Deutschland ist nicht frei. Deutschland ist immer noch Feindstaat. Deutschland ist im Kriegszustand mit 54 Ländern der Welt. Und das muss beendet werden. Der Zweite Weltkrieg muss beendet werden. Wir müssen jetzt, 70 Jahre nach dem Krieg, wo alle Verantwortlichen tot sind, müssen wir endlich den Zweiten Weltkrieg beendigen, dass Deutschland das Friedensverträge schließt mit all diesen 54 Feindstaaten. Und wir könnten damit beginnen, dass wir das auf ziviler Basis machen, von Person zu Person und so die deutsche Politik dazu zwingen, dass Deutschland offiziell Friedensverträge in diesen 54 Ländern macht. Und dann ist Deutschland erst wieder frei und kein Besatzungsgebiet mehr. Denn Deutschland ist nur eine Kolonie, die die amerikanische Politik nachvollziehen muss. Ja? Und das ist das Problem, das wir haben. Ja? Deutschland muss befreit werden und Deutschland soll neutral werden und niemand soll sich vor Deutschland mehr fürchten müssen. Deutschland soll die Welt Heilmacht werden. Deutschland soll seine Intelligenz und sein Organisationsvermögen einsetzen, um diese Welt zu heilen, um diesen ganzen Dreck, den wir verursacht haben, wieder aufzuräumen, um die radioaktiven Fässer aus dem Meer herauszuholen, ja, um die Umweltsünden zu bekämpfen. Dafür könnte die deutsche Bundeswehr umfunktioniert werden, als internationale Katastrophentruppe, als Umweltschutztruppe. Da müsste auch niemand Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Ja? Und dann sollen alle anderen Armeen sollen umfunktioniert werden zu einer konstruktiven Arbeit und dass wir den Planeten retten und zwar mit militärischer Organisation. Sie sollen eine sinnvolle Betätigung bekommen. Ja? Wir können diese ganzen Mittel einsetzen in die Heilung der Welt und wir können ein Paradies schaffen für alle und zwar hier und jetzt und nicht in der Zukunft.